Wir sind mal wieder da mit Pokémon. Hallo, herzlich willkommen zurück. Und der nächste Schritt wäre, neben meinem Natu-Leveln und überhaupt meinen Pokémon, glaube ich, wieder ein bisschen hochleveln. Wir haben ja zuletzt die Arena besiegt hier, die Misty-Wasser-Arena. Und deswegen denke ich, wäre der nächste Schritt eigentlich... Du warst das, oder? Hier oben hinzugehen, hinter die Nackenbrücke und zu gucken, was wir da so finden. So, genau, und hier oben waren wir. Jetzt sind wir dann kurz nach links gegangen. Ich würde heute mal direkt hier am Anfang nach rechts gehen. Mal gucken, wie weit ich komme, weil ich glaube, da sind ganz viele... ganz viele Wanderer, das heißt, die haben normalerweise Stein-Pokémon. Boah, der dreht sich plötzlich um. Schweinerei. Hörst du dir, hörst du mit Bill reden? Aber vorher kämpfen wir. Naja, Max. Das war halt klar. Bock, Tom. Au, wow. Kriege Hit hier. Das müssen wir mit einem Mega Drain machen. Lutsch, lutsch, lutsch. Du bist schon jemand Spezielles. So, ich habe die Picknickerin hat noch ein paar Kick-Pokémon, die mein Natu kaputt machen kann. Hallo, mein Boyfriend ist so toll. Mein Freund ist so toll. Und meine Haare sind so schön heute. Ich muss jetzt mal gucken, was Conditioning ist oder überlegen, was Conditioning ist. Okay, das wird schwierig. Denke ich. Wenn ich vergiftet wäre, ist es vorbei. Dann schaffe ich das wahrscheinlich nicht. Aktuell habe ich noch den. Bin ich nach vorne. Denke ich zumindest. Sehr schön. 1500 XP. 15. Jetzt muss ich mal wechseln. Das könnte ich irgendwo. Buff, nehme ich dich. Los, Schlock. Blubstrahl. Oh, das ist stark. Aquaknarre. Plötzlich habe ich ja kaum XP bekommen. Ah, ich wünsche nur meinen Freund, der so gut wie du. Ist klar. Hab ich eigentlich irgendwie was wie Tränke noch dabei? Ich habe noch zwei Pokébälle. Keine Tränke mehr dabei, ne? Okay, gut. Das ist ein bisschen schwierig hier. Einen schaffe ich wahrscheinlich noch. Danach muss ich mal gucken. Die lokalen Trainer kommen hierher zum Üben. Nur die Youngsters musst du also ansprechen, damit du mit denen kämpfen kannst, okay. Nee. Ich glaube, ich würde es mit Bibor versuchen. What? Ist das fies? Pursuit geht auch beim Rausholen des Pokémons. Hä? Was ist denn das für ein Bug? Natu is being withdrawn, Natu is fainted, Natu is fainted. Ich kann es nicht wechseln, obwohl mein Pokémon tot ist? Okay, das ist gerade... Okay. Ja gut. Neu einloggen hilft wahrscheinlich nicht. Mal gucken. Ihr Youngster mit deinem komischen... Ich werde nicht verlieren, wenn ich hier bin. Okay, das sieht so aus, als ich habe verloren gegen ihn. Okay, dann ist das halt so. Ich werde jetzt mal direkt, weil du hast ja wahrscheinlich wieder Stein-Pokémon. Die Wanderer haben irgendwie immer Stein-Pokémon. Ich bin gerade erst vom Mondberg hier runtergekommen. Aber ich habe immer noch Gas im Tank, um weiterzumachen.
Oh, oder Kampf-Pokémon. Ich vergaß. Blobstrahl! Aber Blobstrahl! Und weg. Level 20! Blobstrahl! Ah, ist durch Stör, die hat er überlebt. Magnetschildknochen, das ist schon ziemlich stark. Aquaknochen. Du hast hart gearbeitet. Jo. Was gibt's denn hier für Pökemünchen? Waldbelsbrut. Ein Knofenja. Was? Glück haben wir das nicht viel tun. Hat aber auch nicht viel Schaden gemacht. Also war halt Level 10. Die wilden Pokémon sind nicht so am Hochgehen. Mit dem Level 9. Hallo, Pinkiller. Herzlich willkommen in meinem guten Morgen-Stream zum Sonntag. Ja, okay. 380 ist vielleicht dann doch okay, dafür ich keinen Schaden kriege. Wie gesagt, ich muss meine Pokémon ein bisschen leveln. Ich hoffe, das stört dich gerade nicht. Schnabel. Wenn man es genau übernimmt, ist es eher Schnabellen im Deutschen. Und 900. Uiuiui, das gab gut XP. Wir laufen im Kreis um einen Baum und beschwören Pokémon. Wow. Schnabeln. Super effektiv. Da kann ich ja jedenfalls nicht mehr rumliegen bleiben. Hauptziel Level 9. Ja, gut. Wenn du mal noch was anderes als Schnabel hättest, das wäre so super. Hätte ich mal eine richtige Psycho-Attacke. Stored Powder? Was? Moment. Ich guck das immer nebenbei in den Wiki nach, ne? Pokémon Stored Power. Weil ich viele Attacken auf Englisch halt nicht kenne. Muss ich mal nachgucken, was das eigentlich für Deutsche sind. Kraftvorrat. Ach, Power. Oh Gott, man müsste lesen können. Kraftvorrat. Schädigt das Ziel, stärker die eigenen Statuswerte erhöht wurden. Keine Ahnung, gegen Lucky Chant oder so austauschen. Da wünsche ich dir schon mal einen guten Appetit. Moment, hier kann man Kadabra fangen, Level 17? Holy moly. Und warum ist denn Stored Power Psycho? War das nicht mal früher normal? Aua. Ich glaube, ich mal Pokémon wechseln. Weil das Level 17 ist, das fange ich doch nie mit zwei Pokébällen, das Ding. Was zum Geier? Oh, aua, Konfusion. Ups. Ups. Das war ja ein Dunkelangriff. Bis. Ah, nur chillen heute. Ja, das ist ja also zumindest ein entspannter Tag. Das Biss in Dunkelangriff ist, habe ich gerade zu spät realisiert. Und das Dunkel gegen Psycho sehr effektiv ist. Das war in meinem Pokémon-Zeit noch ein Normalangriff. Biss. So, ich gucke nochmal hier, ob ich den nächsten Youngster noch besiegen kann. Jetzt muss ich halt mit meinem Bibo eigentlich ein bisschen kämpfen. Papa hat mich zu einer tollen Party auf die MS Anne in Million City mitgenommen. Ich weiß leider nicht, wie ich die Städte übersetzen muss, weil mir dazu das Wissen fehlt, wie die Städte heißen. Rage! Oh. Aua! Das tut weh! Muss mal wechseln! Aua, aua!
einer Konfusion kann ja super anstrengend sein. Lobstrahl! Das ist nicht wichtig, das Ding ist Wasser, ne? Shit! Wieso ist das gleiche? Weil bis. Ach, meine Psyche muss ein bisschen super effektiv sein. Jawohl! Sehr schön. Oh, ich bin nicht wütend. Was sind das hier für ein Glitzerbaum hier hinten? Mit dem kann ich nicht reden. Ach, von dem kann ich nur hier reden, oder? Was riecht denn hier so? Da ist auf jeden Fall was falsch mit diesem Honigbaum. Ich sollte irgendwann später zurückkommen. Ich hätte doch hier außen rumlaufen. Guck mal. Man kann hier halt wirklich ganz oft irgendwie um Trainer sich drumherum stehlen. Ja, gut. Tauschen wir mal. Guck, guck. Ich bin ein cooler Dude. Ich habe eine Freundin. Okay. War das die, die da vorne war? Die hat mir schon gesagt, dass du kacke bist. Also irgendwann ist ich eingeschüchtert. Intensität. Ach komm. Flinch jetzt nicht wieder 200 Mal, ja? Intensität 7. Das ist anscheinend gegen Gift sehr effektiv, Bodenattacken. Gut zu wissen. Intensität. Noch 5. Ach komm. Haben wir irgendwie einen 8 oder 9 raus? Was? Starview? Ah, verdammt. Was? F2? Ach, das ist. Was? Starview? Ändert sich bei mir nichts. Ach, Starview 1. Entschuldigung. Bäh. Nee. Ich glaube, ich will einen normalen. Das finde ich angenehmer. Ich finde eigentlich, das ist gar nicht so schlimm gezoomt. Das ist halt so ein bisschen wie beim Pokémon, beim Gameboy. Danke für den Hinweis, aber das ist mir irgendwie zu weit gezoomt, glaube ich. Also rausgezoomt. Oh, guck mal, ein Asperberry Tree, was auch immer das ist. Guck mal, Rostberry, okay. Und was liegt hier? Ein Pokéball! Jawohl. Was eigentlich auf die Superbälle? Du hast doch bestimmt wieder Stein-Pokémon, oder? Weil ich mit meinem Dingens nicht fair ausrichten kann. Ich bin hier, um Pokémon und Pokémon in Sammlung am Cup anzuschauen. Okay. Der Hiker Noob. Die haben bloß einen Tippfehler drin. Ja. Intensität. Ist das effektiv? Das ist sehr effektiv. Boden ist immer noch sehr effektiv gegen Gestein. Sehr schön. Direkt mein Level gekriegt. Boah, Intensität 10. Holy moly, ist glaube ich das Stärkste, was geht, wenn ich mich nicht irre. Und die Dinge haben keinen Sturdy aktuell. Headbutt? Oh oh, das könnte eng werden. Ja, wir wechseln mal hier das Pokémon. Hier. Unser Beauty kommt. Kampf. Mega Drain. Gib mal her. Sehr schön. Ja, komm. Ich brauche bloß nochmal Absorb, oder? So viel stärker, wie ich sein sollte. Ja, Sturdy hat ihn schon gerettet. Intensität 7, nochmal ein Absorber. Warum hat denn der jetzt Erfahrungspunkte? Achso. Swift. Was ist denn Swift? Moment. Sternenschauer. Ah! Sternenschauer ist zum Beispiel was ich sehr gerne habe. Dann mache ich das Fury Cutter weg. Yes. Du hast mich ziemlich gut erwischt.
Junge. Du hörst jemanden, der Hilfe braucht. Ich glaube, ich gehe nochmal kurz heilen, bevor ich hier weitergehe. Es gibt bestimmt irgend so einen dummen Kampf mit deinem Kontrahenten. Das ist nämlich das, was ich immer mache. Wenn ich jemanden höre, der Hilfe braucht, drehe ich mich erstmal um und renne zurück in die letzte Stadt, ja? Und dann komme ich irgendwann nach einer halben Stunde wieder.